So, schönen guten Abend. Willkommen zur Pressekonferenz nach einem sehr spannenden, sehr intensiven Eishockeyspiel. Und auch wenn das Resultat 3-2 für die Gäste sicher nicht im Sinne der Tölzer Löwen war, so bin ich doch ganz sicher, dass die Mehrzahl der Zuschauer heute nicht unzufrieden nach Hause gehen wird. Ja, sehr intensiv war es genau das, was Sie erwartet haben, Herr Mitkiewicz. Schönen guten Abend. Ja, das war genau das, was wir eigentlich erwartet haben. Also, wir kennen ja die deutsche Mannschaft eigentlich und wir wissen, dass sie sehr schnelles Eishockey, sehr aggressives, mit aggressivem Ballchecking spielen. Und das erste Ziel war von unserer Seite eigentlich, dass wir nicht den gleichen Fehler zulassen wie zu Hause bei uns, dass wir vielleicht im ersten Drittel extrem zurücklagen. Und das hat die Mannschaft dann gut umgesetzt. Im zweiten Drittel dann haben wir, denke ich mal, kein schlechtes Drittel gespielt, also nur einen Fehler zugelassen und dadurch gingen die Tölzer eigentlich in Führung. Und im letzten Drittel, glaube ich, es war von beiden Seiten ein schönes Eishockey. Es war für die Zuschauer, glaube ich, ziemlich schön. Natürlich für uns ein bisschen besser, weil die Punkte gingen an unserer Seite. Also ich bin stolz eigentlich auf die Mannschaft und das freut mich. Normalerweise ist ja, wenn man den Torwart vom Eis nimmt, das so na, der Rettungsanker, der letzte Hilfeschrei. Haben Sie ernsthaft noch damit gerechnet, dass Sie das Spiel drehen können? Ich denke, es ist nicht der letzte Rettungsschrei, wie man versucht hat wirklich. Das heißt, es gedauert 60 Minuten. Muss ich wieder zurückgreifen auf das Spiel bei uns zu Hause. Also wir lagen ja eigentlich ja, ziemlich mit mehreren Toren im ersten Drittel gleich zurück. Ich glaube 4-0 oder 4-1 war es. Und wir haben uns danach zurückgekämpft im zweiten Drittel, sogar den Ausgleich geschaffen. Das ist das gleiche jetzt, denke ich mal, hier, wenn man Tor rausnimmt. Glaubt man an die Mannschaft, man hofft natürlich, dass man das Ausgleichstor schießt und das ist uns gelungen. Ja, Blocko, die zweite Heimniederlage in Folge und doch hat sich das heutige Spiel komplett von dem letzten an dreier Stelle unterschieden. Die Löwen haben eine wunderbare Leistung gebracht. Du bist vermutlich mit dem Resultat ein bisschen enttäuscht. Ja, guten Abend, gut. Ja, Resultat enttäuscht. Das Resultat ist ja, auf der Saison gesehen, eigentlich zweitrangig im Anspiel. Es ist jetzt so, wir haben also von der Fehlerquote heute wirklich ein extrem gutes Spiel gemacht. Wir haben sehr wenig Fehler gemacht. Dagegen auch. War also für den Trainer schön zum Anschauen, dass wirklich da ziemlich souverän gespielt wird. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, wenn es in den letzten Minuten ein Tor gewechselt wird. Aber es ist bis dahin perfekt gelaufen. Wir haben die Scheiben ausgebracht, wir haben es abgebracht. Und wir hätten nie wieder in unser Drittel dürfen. Und das haben wir geschafft. Und da passiert das. Aber rein vom Spiel her, muss man sagen, war das für uns, also rein abwehrtechnisch gesehen, eines der besten. Wir haben zwar nicht die Tore gemacht, hätte die Leute gefallen, wenn es 7-7 ausgegangen wäre, aber mir war es da mit 2-2 ein bisschen lieber. Weil wir halt wirklich ziemlich super gespielt haben und genauso müssen wir auch spielen, weil du darfst da gegen einen guten Gegner nur sehr, sehr wenig Fehler erlauben. Halt war es halt, sagen wir mal, einer zu viel im Endeffekt am Schluss, aber da hat es schon Spiele gegeben, da haben wir viel mehr Fehler gemacht und weniger Tore gekriegt. Aber ich sage, Spiel gut, Ergebnis ungut für uns, aber so müssen wir spielen. Ja, noch eine Nachfrage. Erst seit in dieser Saison gerade auf den Verteidigerpositionen leid geprüft. Jetzt sind innerhalb kürzester Zeit gleich 3 auf einen Sitz ausgefallen. Wie schwierig ist es dann beispielsweise beim Powerplay mit neuen Blöcken operieren zu müssen? Hätte man heute ein paar gemacht, hätte ich gesagt, das ist null Problem. Aber gut, es ist halt so, so ein Spieler wie der Platschi Christian, wenn es abgeht, der ist halt wirklich der Boss da bei uns. Aber ich muss jetzt sagen, die anderen, die halt Verteidiger gespielt haben, die haben das alle ganz gut gemacht. Und es ist jetzt auch so, dass am Sonntag weiterhin die 3 fehlen werden. Der Rest muss da rein, weil du kannst es ja nie wissen, was passiert. Aber dann ist er mal einer gesperrt und zwar verletzt. Die da sind, müssen das dann auch kennen und heute haben sie es ziemlich gut gebracht. Ich hoffe nur, dass es am Sonntag auch nochmal so bleibt, weil dann bleiben wir das wieder. Darf ich dann noch fragen, wer am Sonntag im Tor stehen wird? Also falls ich nicht irgendein Auto mit Anruf kriege, der Jakob Gold. Ja, haben wir Fragen von den Kollegen?
Kollegen. Das wäre die Chance gewesen, ist nicht der Fall. Dann möchte ich noch auf die nächsten Spiele hinweisen. Die Löwen gastieren am Sonntag und Achtung, bereits um 15 Uhr in Bayreuth. Nächstes Heimspiel ist erst am kommenden Sonntag. 1. Februar, Gegner ist Selb. Und wenn wir über 1200 Zuschauer zusammenbringen würden, wäre es natürlich toll. Und ich wünsche Herzlich Klostersee und seiner stimmgewaltigen Anhänger einfach viel Erfolg für den weiteren Saisonverlauf und Ihnen allen ein schönes Wochenende.